Ich begrüße beide Trainer hier oben. Jos, Lukay, Sie haben das erste Wort. Ja, ich glaube von unserer Seite, dass wir mit diesen Unentschieden absolut leben können. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, dass wir eine sehr positive Aufwärtstrends haben. Und das haben wir in der ersten halben Stunde ausdrücklich gezeigt. Wir waren fußballerisch sehr gut. Wir haben uns verdient auch das erste Tor herausgespielt und auch gemacht. Und Nürnberg hat keine Idee gehabt, um unseren Spiel eventuell zu neutralisieren. Und wir waren nah dran, um vielleicht auch das zweite Tor zu machen. In die zweite Halbzeit drehte sich das Spiel. Da kriegte Nürnberg offensiv mehr Zugriff, vor allem auf unsere Hälfte. Und trotzdem müssen wir das zweite Tor erzielen. Und dann, das war vielleicht der Siegestreffer gewesen von Victor, um dann auch das Spiel für uns in das Vorteil zu entscheiden. Nürnberg hat natürlich danach auch 3-4 sehr gute Möglichkeiten. Einmal geht der Ball in den Pfosten raus und geht nicht rein. Und wir hatten noch zum Schluss vielleicht noch die Chance auf das zweite Tor. Aber am Ende muss ich sagen, ein Kompliment wieder mal für meine Mannschaft, wie wir auswärts auftreten. Wir schauen nach unseren Möglichkeiten, nach unseren Vorstellungen. Und da haben wir, glaube ich, über 90 Minuten in die erste Halbzeit fußballerisch gezeigt, warum wir den Weg nach oben eingesetzt haben. Und in die zweite Halbzeit müssen wir verteidigen. Und das hat die Mannschaft dann auch gemacht. Wobei wir natürlich bei das Gegentor vielleicht eine Einladung war, um den Ausgleich zu machen. Aber insgesamt ein guten Auswärtsspiel von unserer Seite. Und deswegen bin ich total nicht unzufrieden, im Gegenteil, wie meine Mannschaft aufgetreten ist. Ich wünsche meinen Kollegen und der Verein Nürnberg natürlich auch viel Glück und Erfolg in der nächsten Zeit. Dankeschön. Danke, Jos Lukay. Trainer, bist du auch zufrieden? Ja, vom Ergebnis her sind wir natürlich jetzt nach dem Spiel ein wenig enttäuscht. Ich denke, wir sind in den ersten 20, 25 Minuten nicht ganz in die Gänge gekommen, speziell im Spiel nach vorne. Obwohl wir mit Markreiter eine Riesensituation hatten, eine Standardsituation, wo wir in Führung gehen könnten in der 10. Minute. Dann mit dem Rückstand, denke, das ist auch eine schwierige Entscheidung vom Schiedsrichter oder vom Linienrichter her, aus meiner Sicht war, wo dann der Spieler natürlich auch merkt, abseits. Und du siehst es im Augenwinkel, dann bist du vielleicht nicht mehr ganz so fokussiert und dann kassieren wir diesen Treffer. Ja, aber danach hat die Mannschaft wieder ein tolles Gesicht gezeigt. Ich denke, wir haben uns speziell mit Behrens, mit Hack noch tolle Möglichkeiten vor der Halbzeit, dass wir da noch diesen Ausgleich erzielen. Eine tolle Mentalität auch gezeigt und haben da, denke ich, auch wenig zugelassen. Ja, und zweite Halbzeit haben wir es auch angesprochen. Wir haben dann besser die Räume angelaufen, sind nochmal besser in die Tiefe gelaufen, haben immer wieder probiert, dort reinzuspielen, sind auch sehr verdient dann zum Ausgleich gekommen und danach, speziell die letzten 10, 15 Minuten, war die Mannschaft extrem präsent. Man hat gemerkt, dass du das Spiel gewinnen möchtest. Der Gegner hatte ja kaum mehr eine Situation, konnte ja kaum mehr einen Konter auch fahren. Wir wissen, dass sie dort brandgefährlich sind, dass sie extrem schnelle Spieler haben und sie jeder Mannschaft hier wehtun können. Das haben wir aber in der Restverteidigung hervorragend gelöst und ich denke, dass wir eine hervorragende Leistung heute geboten haben, dass wir uns der Spitze nähern, speziell wenn man die ersten Spiele gesehen hat und jetzt in der 8., 9. Runde, wo die Mannschaft sich mittlerweile auf dem Niveau, auch auf einem guten Niveau bewegt. Und ja, muss auch meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Danke. Vielen Dank, Damir Kanadi. Gibt es denn Fragen an die Trainer? Einmal hinten der Kollege vom NDR. Hallo, Frage an Jos Lukay. Sie warten ja jetzt schon relativ lange auf einen Auswärtssieg und Sie sagen eigentlich in den letzten Wochen immer, die Mannschaft hat das gut gemacht, ist gut aufgetreten. Gibt es denn irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, da können wir noch versuchen dran zu drehen, dass es klappt? Oder ist das einfach so weitermachen und irgendwann kommt das Glück und es reicht? Ja, immer weitermachen. Ich glaube, dass nur die Media da ein Thema von macht. Weil ich muss das immer wieder wahrscheinlich wiederholen. In Bielefeld 90 Minuten aus einer Ecke ein Gegentor, Ausgleich. In Stuttgart in der Nachspielzeit 2-1. In Dresden 3-0 Führung, kurz vor Ende des Spiels 3-3. Also ich habe auch am Freitag gesagt, näher kann man nicht an einen Sieg sein. Und heute war das nicht der Fall. Heute haben wir auch das letzte Quäntchen Glück gehabt. Vielleicht auch uns das letzte Quäntchen Glück erarbeitet. Wer will es wissen? Aber ich glaube, dass wir weiter an uns arbeiten können und auch müssen und auch werden, um letztendlich auch auswärts erfolgreich zu sein.
Und was ich noch nicht unbeantwortet möchte lassen, wenn wir Bielefeld, Stuttgart und jetzt auch Nürnberg nennen, das sind natürlich für mich vor der Saison schon mögliche Aufstiegskandidaten. Und wenn man da dreimal schon auswärts gegen gespielt hat, dann weiß ich auch, dass wir auf einem guten Weg sind, um diese Mannschaften auch oben weh zu tun. Und auf diesem Weg wollen wir weiter fortsetzen. Und dann kommt, irgendwann kommt von alleine auch auswärts den Erfolg. Aber wenn wir auswärts einen Punkt mitnehmen und zu Hause gewinnen, dann bleiben wir in der Erfolgsspur. Und da habe ich auch nichts dagegen. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns fürs Kommen, wünschen ein schönes Restwochenende, unseren Gästen eine gute Heimreise und bis bald hier wieder. Danke, danke. Tschüss. Danke.